Luigi's Engine Room. Die allerletzte Map. Und damit begrüße ich euch herzlich wieder zurück zu Mario Party 1 mit den vier Chaoten. Also mich, Wolfrubin, genau, Compev und Hades. Was geht? Ich habe mir Haare wachsen lassen. Okay. Achso, ja, stimmt. Du bist ja Peach. Hallo und herzlich willkommen auf der wahrscheinlich erstmal letzten Weltinsel, was auch immer. Ihr seht ja, wo wir sind. Dies ist ein Maschinenraum. Die Maschine in der Mitte hat nicht genug Energie und funktioniert leider nicht so richtig. Wir müssen eine Energiequelle suchen und sie wieder im Gang setzen. Was wohl passiert, wenn sie läuft? Seltsame Frage. Wer ist der Mechaniker? Ich bin Ingenieur. Ich bin Ingenieurstudium. Gut, dann solltet ihr eigentlich wissen, was die Maschine kann, sonst werdet ihr es nachher herausfinden. Nehmt euch vor dem falschen Erfinder Bowser in Acht, also wirklich falscher Erfinder. Er erfindet ja nur Chaos. Es macht ihm Freude, andere das Leben schwer zu machen mit seinem Chaos. Ja, kann ich mir also vorstellen. Dann springt mal wieder schön für mich. Ja, ey, komm, ich hab diesmal Luigi genommen, um einfach wieder zu verkacken. Guck mal, Peach, ne? Ja, Peach. Eine Runde. Luigi. Ich bin heute nur Gegenstand. Yoshi. Und Mario. Ja, heute mal ein bisschen ruhiger das Ganze angehen, ne? Das ist die Startreihenfolge. Ja, 10 Münzen. Wieder und Leute, Almosen. Ihr wisst alle, wir wollen Peach heute zum Star machen. Genau, und dafür bin ich auch, hoffentlich. Also, ich weiß ja nicht, wo ich bin. Ah, da hinten, alles klar. Viel Spaß. Diese Welt ist super hart. Diese Danke, Wände, funktionieren die wie die Womps in der ersten, oder? Ja, ich glaube, jede Runde wechseln die ihn mal. Das ist die Schwierigkeit dabei. Okay. Oh mein Gott, die Musik. Oh Gott, warte mal. Erst, Übersicht, wie war die Übersichtskarte? B. Dankeschön. Ah, R. R ist besser, glaube ich. Nee, R ist es nicht. Übersicht ist R, B ist Karte. Ja, aber B. Ich würde gerne... Ach, egal, jetzt gehe ich einfach unten lang. Du hast keine 20 Münzen, warum? Was kann das? Weil wir gerade erst gestartet sind. Ja, na klar, aber nee, warum, was ist das für ein Ding? Ach, kannst du dir da die Münzen aber. Wir werden sehen, ob wir es herausfinden werden oder nicht. Oh, da ist die Karte. Hä, das bringt ja echt viel, da kommt man nur da unten hin. Ja, da unten hättest du irgendwas machen können. Ich weiß halt nicht, ob die wirklich jede Runde hoch und runter fahren. Ich kann mir erinnern, dass sie jede Runde hoch und runter fahren. Und dadurch also, so ein Labyrinth entsteht. Das ist aber wirklich sehr nah, wenn man das so sieht. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel nächste Runde nicht dorthin kommst, dann bist du so gesehen raus und kriegst den Stern nicht mehr. Ja, man muss sowieso erstmal 20 Münzen haben. Aber wir wollen ja sowieso alle das Hades gewinnen. Ja, diesmal schon, weil er ist der Letzte und er soll auch die letzte Karte bekommen. Genau, und er ist ja auch sowieso neu eingestiegen. Hat uns. Dann hat jeder schon mal gewonnen. Google-Chaos. Was ist das für Google? Ich spring runter. Hades, ich spring für dich runter. Nee, komm. Das muss schon richtig gespielt werden. Ich will euch runterstoßen. Ich will dich. Ja gut, warte mal. Ich stell mich jetzt hier hin, stoß mich runter. Nee, ich will dich ignorieren. Ja, werde ich auch. Tut mir leid, aber sowas... Nee. Nein! Ja! Warum machen? Okay. Und dann schubst er mich runter. Oh. Luigi, wo warst du die ganzen Jahre? Alter, sag mal hier, gib mal hier. Oh, Mario, ich hab das gesehen. Mein frecher Bruder hier, der schon wieder alles wegschlägt. Ah, nein, bitte! Oh, Mario, das wird knapp. Ich will diesmal einfach nur auf der Insel bleiben. Willst du wirklich nur auf der Insel bleiben? Glaube ich dir nicht. Mario, los, man sieht dich nicht. Oder andersrum. Wir lassen sie mal. Ja, wir kümmern uns schon gegenseitig um uns. Es ist das Duell, genau. Auf das alle gewartet haben. Ja, ja, ne? Wenn sie in 10 Sekunden es nicht schaffen, wird sowieso keiner. Nee, denn nicht. Oh, Mario, du gemeiner! Du bist richtig gemein. Das Spiel ist so bescheuert. Hätten die ruhig richtig einen Unentschieden machen können. Oder zumindest die noch drauf sind, gewinnen lassen. Ja. Das haben sie ja später in den folgenden Teilen mit anderen Minispielen auch gemacht, was ich ganz gut finde. Wenn wir jetzt mal so off-topic reden. Da gibt es ja manchmal so ein paar Minispiele, die schon besser gemacht wurden.
Das Lustige ist, es bringt niemanden jetzt zum Stern zu kommen. Doch. Ja. Nein, wieso, bringt es nicht. Oh Gott, das stimmt. Aber man kommt sowieso denn nicht mehr hin, ne? Na ja. Guck mal, jetzt ist es nur frei. Nur jetzt. Ja. Nächste Runde wieder nicht. Aber doch, Peach kann. Guck mal, Peach. Ja, komm. Sollen wir... Komm, nächste Runde. Ja, ich bin sowieso da vorbei. Aber dann muss Peach hier die nächste Runde. Ja. Wow, hi Yoshi. Ich Mario, du auch noch? Hin. Oder Mario, machst du 4? Nee, du gehst vorbei. Entweder gehst du vorbei oder andere Seite. Ich weiß halt nicht, was bringt. Oh Gott, überall sind Röhren. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay, ich muss nach rechts. Da kommst du zu Bowser, ne? Nee, ja, ich verliere Münzen auf den anderen Weg. Du musst irgendwo durch eine Röhre gehen und dann... Du kommst am Anfang wieder raus. Bowsers Grimassen. Oh nein. Spiel liebe ich. Wir ziehen wieder unsere Gesichter lang. Wo man auch nicht so wirklich kapiert, wie die Punkte gezählt werden. Am meisten Hades, du musst jetzt gewinnen. Nee, er braucht nur bestimmte Punkte, glaube ich. Ja, aber die braucht er. Da bin ich. Oh, guck mal hier, was für... Oh Gott. Ich mache mir jetzt Spaß. Ich krieg die Kamera. Ja, das hat deinen schönen Prinzessinnen-Handschuh dabei. Ja. Ja. Ich krieg das sowieso nicht hin, also mache ich mir mal einen Spaß. Oh Gott. Hallo. Wenn ich da irgendwie Punkte für kriege, lustig. Hä, was ist denn das? Hallo. Oh, hallo. Das Auge. Finish. Das Auge. Mal gucken, wie es geht. Ich krieg das nicht. 98? Oh Gott. Und ich konnte die Lippen nicht verändern. Sieht aber hübsch aus. Okay. Peach White, habt ihr das gesehen? Ihr habt sie vorbeigebracht. Ich wünschte, ich hätte Münzen bekommen, weil ich hätte den Automaten ausprobieren können. Das hätte mich echt interessiert, was der kann. Ja, toll, das werden wir noch klug erfahren. Oh, tut mir leid, du hast keine 20 Münzen. Ich bin leider auch nicht reich, deswegen tut es mir leid. Ach so, oh, du! Also, dass du jetzt schon hier bist, hätte ich nicht erwartet. Hallo, mein du, ich hab hier eine Maschine. Na, gib mir 16 Münzen und ich zeig dir, was ich kann. Ist auch ein geiler Deal. Er zeigt nicht mal, was die kann. Was bist du für ein Bowser, ey? Nur weil du wieder Geld investiert hast hier. Ich bin. Ne? Ich muss alles ausprobieren. Hä? Oh, die Map ist so verwirrend schon wieder. Die Map ist seltsam. Ja, ist sie. Ich glaube, keiner mit dem Stern kriegen. Oh. LOL. LOL, okay. Das ist ja cool. Du bist wenigstens gleich bei mir. So. Leider haben sie keine 20 Münzen. Ja, ich bin 20, ich weiß. Ach nee, da muss man ja robotermäßig sprechen. Ups. Was passiert jetzt? Okay. Oh nein. Oh, warte mal. Bringt ja nichts. Ja, warum? In der nächsten Runde ist es eh wieder anders. Ja, das also, ist also Luigi, du hast echt eine blöde Map. Ja, Entschuldigung, ich hab sie nicht erstellt. Ach doch, halt, ich bin der Luigi, shit. Oh Gott. Seiltanz. Oh. Mario wieder. Ach, jetzt kannst du beweisen, dass das kein Fail war. Dass das ein Bug war, komm. Ja, er wäre sofort wieder getroffen. Das war ich, Entschuldigung. Am Anfang treffe ich noch gut. Und dann war es das. Ich glaube, das ist tatsächlich eins der wenigen Spiele, wo du mit Tastatur im Vorteil bist. Bist du sicher? Weil mit dem Analogstick kannst du nicht hundertprozentig gerade laufen, mit der Tastatur schon. Weil die Tastatur kennst ja nur die, Ach ja, gut, okay, dann das stimmt. Da hat man einen Vorteil. Da gebe ich dir recht. Aber guck mal, das schaffst du locker. Guck mal, wie viel Zeit du nur hast. Ja. Außer du fällst runter natürlich. Oder werde ich jetzt mehrfach noch getroffen? Oh, ja, hast du. Komm, easy. Ja. Das gönne ich dir. Jawohl. Also, mit der Analogstick ist das tatsächlich nicht so leicht, weil du halt die ganze Zeit links, rechts mehr läufst statt geradeaus. Okay, krass, das hätte ich nicht. Okay, man kriegt Münzen vorher, ne? Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Doch. Wenn du verloren hättest, hätten wir 15 von dir bekommen. Ah, okay, ja. Peach hat gar nichts mehr. Peach ist arm.
Und Peach soll gewinnen. Peach, vor allem die Königin ist arm, weißt du, die kann nicht mit Geld umgehen. Prinzessin. Die Frau. Nein. Für mich, Prinzessin. Ja, Entschuldigung, Prinzessin, Königin. Tut mir leid. Hä? Hä? Du trägst an einem Kreis? Ja, cool. Du, das sieht so aus. So, wo komm ich jetzt hin? Du kommst am Anfang. Glaube ich. Hey, mich jetzt ehrlich gesagt nicht wundern, wenn die Röhren auch Geld verlangen. Sie geht zu Buhu. Oh, Buhu ist böse. Hey, Buhu. Achso. Ich mag Funkeln im Kram. Wirklich? Ja. Ich auch. Und wenn du willst, dann will ich es haben. Ich auch. Die Auswahl ist so groß. Ja! Funkeln! Oh ja, Funkeln von Luigi! Ey, Buhu, kriegst du gerade ein... Das Funkeln ist wirklich schön. Und ich krieg auch Münzen wieder direkt. Alter. Wir wollen doch nicht wieder Luigi als Zettelbild haben. Also schnell Luigi vernichten. Ja, stimmt, deswegen bin ich das bevorzugte Ziel. Jetzt verstehe ich auch, warum ich Münzen abziehen bekommen habe. Hab gerade überlegt. So, wo bitte die Röhre hier hin? Na, auch dahin. Auch dahin? Ah, okay. Also kann ja jeder nachher Münzen klauen. Ja, okay. Hi. Du möchtest auch Münzen. Ja. Okay, oh, hier, Ich dachte, wir lassen die diesmal einmal so im Kreis wandern, die ganzen Münzen. Ja, mit einer Münze ist dann schön, hast du dann schon viel bekommen. Ach, Buhu, du bist enttäuschend. Die haben nicht so sehr geblendet. Oh Gott. Kipplige Rahmen und... Das Spiel hatten wir nicht so oft. Ja, das hatten wir nicht so oft. Das hatten wir einmal, glaube ich, mit Nate gehabt. Oder zweimal. Und sonst nicht. Das ist mit dem Koopa Shell. Du musst an dem Rand stehen und dann die Koopa Shell jeweils lenken. So in dem Sinn. Ja, ich hab's immer ein paar Mal geschafft, aber nicht so richtig. Oh Gott, ich hab's verkackt. Oh, irgendwie will das bei mir heute nicht. Nee. I feel this diesen Schmerz. Komm, noch ein. Come on! Nein! Ich bin vorbei! Ja! Ich bin vorbei! Prinzessin hat gewonnen! Nein! Naja, egal. Ihr habt gar nicht so mein schönes Kleid gesagt. Ich sag was zu deinem Mund. Das sieht sehr seltsam aus. Ich hab Wassermelonen. Also, ich mag dich ja wirklich, ne? Aber Pastellfarben sind halt nicht so ganz mein Ding. Kauf lieber ein weißes. Dann gehst du direkt zur Hochzeit mit Bowser. Oh, der Bowser, den muss ich ja auch noch heiraten mit Peach. Was? Wir sind doch sowieso mit Bowser alle verheiratet. Nee, ich hab einen Schlussvertrag. Er war schön im Kreis. Ich muss jetzt von Mario klauen. Ja. Okay. Das Bowser. Gleich gibt er mir 35 Münzen oder so. Muss ich denn nicht? Ja. Wollte gerade sagen, muss ich denn von Peach klauen? Oh, das Funke. Buhu kann einen echt gut überzeugen. Ja. Ja, Buhu hat eben die Überzeugungskraft schlechthin. Und jetzt komme ich mit einem 1. Ja, nee, mit einem 6. Komme ich jetzt auf ein Fragefeld? Cool, ein Fragepunkt. Ja. Kommst du jetzt dahin, wo ich war, quasi? Ja. Zählt das eigentlich als Fragepunkt? Ich schätze schon, oder? Ja, eigentlich ich habe ein Fragezeichen. Aber ich habe ja keinen grünen Umschleier. Also, weil sonst hat man ja immer einen grünen Schleier. Ja, geht zur Maschine, perfekt. Will ich ja auch machen. Was das ist. Du kannst das ja auch machen, Mario. Ja. Ich hab ja auch vorher immer den ganzen Zeit den Plan gehabt. Ja, dann kannst du das jetzt umsetzen. Außer du kriegst einen Giftpilz. Wir werden mal sehen, ne? Wir finden was noch in dieser Folge heraus. In dieser Folge, ja. Jetzt geht's ab. Ja, komm! Warte, du kannst kann rote die blauen und roten Türen für dich bewegen. Soll ich's tun? Also du kannst die umändern wahrscheinlich wieder ja, einmal. Ja, was denn jetzt 20 gerade? Münzen? Ja, das ist Alter, super. Ernsthaft? Nee. Nee. Dann hier lieber ist normal und hol dir den Stern. Ja, also tut mir leid, das Wäre sinnlos vor allem auch.
Ich dachte, der macht dir jetzt einen Stern oder so. So einen Fake-Stern. Nee, kennt ihr doch was Besonderes? Münzen oder irgendwas? Ja, also das mit dem Wenden ist halt echt lame. Hi, du kannst einen Stern kaufen, weil du 20 Münzen hast. Gibst du mir den Stern? Klar. Die Münzen? Wir können auch gerne andersrum tauschen, das ist kein Problem. Oh, ja, echt? Dann gib mir den Stern. Du kriegst Münzen, aber ich habe nur 5 Münzen, ne? Ja, dann nicht. Ja, tut mir leid, ich bin ein Geschäftsmann. Ich brauche auch das Geld. Totsk? Nee, ich muss noch mal zu Mario, bei Mario sein. Der braucht seine Sterne heute. Ich wollte mit dir einen Deal machen. Kann ich dir nicht Geld geben und du gibst Peach deinen Stern? Erstmal gucken wir uns hier noch mal die Maschine an, ne? Oh Gott. Aber ich habe immer noch keine Lust, die Maschine zu zeigen, denn zu wenig Geld. Wie soll man denn jetzt da Geld bekommen für Tots? Ja, das wird sich nicht. Das ist gerade echt nicht ideal. Ey, sag nichts zu meinen Sternpositionen. Ja, ich kann auch nichts dafür, dass ich einfach spontan irgendwo hinlaufe. Ich will mir so, halt nicht wer darf eigentlich bestimmen? Ich hab gar nicht gesehen. Wer darf bestimmen? Ich darf bestimmen? Ich glaube du ja. Okay. Gut, dann lehne ich mich mal zurück, weil Compiff kriegt jetzt safe 10 Münzen. Ja, ich hab 50-50 bisher. Ja, ich weiß, welche meine ist. Diesmal war es zu schnell. Diesmal war es eindeutig zu schnell. Ich weiß, welche meine ist. Ich glaube den. Ich habe keinen Plan, um ehrlich zu sein. Ja, wie gesagt, mir war das auch diesmal viel zu schnell. Also ich sehe schon, komm, gleich wechseln wir die ganze Zeit den Stern. Kann es sein, dass es bei mir ist? Ja. Als ob. Ich bin Luigi, ne? Ja. Alter. Danke, Compiff. Ich sag ja, 50-50 bei diesem Spiel bei mir. Ja, manchmal. Und das ist der Rest fies. Immer mein Play-Game. Leute, ich glaube, wir werden gleich Marios Stern durch die Gegend reichen, durch Buhu, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand zu den Sternen kommt mit Geld. Nein, da kommen wir hin, ey, dann spare ich lieber 40 Münzen, als jemanden mit 50 Münzen ein zu klauen. Ehrlich. Das ist ja mal ganz neue Töne von dir. Ja, wie gesagt, ich habe zweimal gewonnen in Mario Party 1, das reicht mir, das war mein Ziel. Ich habe einmal gewonnen, das reicht mir auch. Ich habe auch ein paar Sterne geholt. Ja, siehst du, Ziele erfüllt. Wird wieder wie bei der, bei diesem Himmelsschloss über die Bonussterne entschieden. Ja. Nee, diesmal nicht ganz, weil wir einen Stern haben. Ja, ich muss ja jetzt von Peach. Funkeln. Ey, Buhu, nimm weniger Drogen oder nimm weniger das weiße Pulver. Ja, nee. Vor allem bei diesem Gesicht kann man das echt gut vorstellen, ne? Ja. Wow. Luigi muss bei seiner eigenen Map zweimal schillen. Ja. Theoretisch kannst du das jetzt machen, Yoshi, und dann kommst du zum Stern, was dir nichts bringt, wenn du nochmal 20 Münzen abdrücken musst. Bringt alles nichts. Am meisten Bowser steht da. Ich muss erstmal Münzen sammeln für Bowser. Deswegen ja. Stell mal vor, der verlangt 40 Münzen. Boah. Das wäre so richtig wild. Verlangt der? Ich glaube, er verlangt alles. Nee, ich glaube, der verlangt wie immer 20 Münzen. Nee, das kann. Ja, sonst wäre es unmöglich, dort diesen Stern zu holen. Das machen sie nicht. Ja. Das wäre halt wirklich zu. Was ich gerade eben überlegt hatte, aber es funktioniert auch nicht. Das Ganze, rein theoretisch, also wenn ich jetzt, glaube ich, hier das ganze Geld kriegen würde. Dann hast du das geschafft. Doch, könnte denn? Ich das tatsächlich schaffen. Ja, aber, nee, meine Idee war gerade, wenn da so ein Minispielfeld wäre für einzelne Personen und dann kommt Pflanzen hüpfen. Ja, dann hättest du definitiv genug Münzen. Aua, wer schlägt mich? Wirklich genug Münzen kriegen kann. Ach Gott, ich bin wie. Wieso? Ich hab gerade wieder die ganze Zeit auf Luigi geachtet. Wieso? Ja, dachte ich auch, ne? Ich hab grad auf Mario geachtet. Und 30 Münzen! 30, Alter! Was hab ich eingesammelt? Okay, da hab ich gute Leistung erbracht. Für mich in deinen Gedanken. Alter, was hab ich denn gemacht? Also, wieso hab ich gerade auf Luigi geachtet? Wieso nicht auf Mario? Wieso hab ich das getan? Ja, ich hab auf Mario geachtet und hab in dem Moment einfach nur irgendwo hingedrückt. Und anscheinend sind wir immer dieselben Wege gelaufen. Und haben irgendwie gedrückt. Hä, das war komisch. Das war wirklich komisch. Ja, passiert. Ich muss nur noch Luigi da hinkommen. Ja, wir müssen nicht quatschen, Toad, ich weiß. Hi, hi Mario, warum gehst du schon wieder? Ich wollte den Stern schenken. Oh, typisch. Nur weil die Kind 20 Münzen haben. Hier schenkt er hier keine Sterne.
Doch, ich wäre so nett. In Super Mario 64, da war das noch. Da war der noch cool, der Dude. So, Feuerwehr, du warst. Die Stimme verkackt. Yoshi! Genau! Du warst bei Yoshi. Willst du Glitzer haben? Ja, okay. Ja, ich hab's richtig sauber gemacht. Macht jetzt wirklich so ein Rei rum? Okay, dann muss ich auch da drin bleiben mit dem Rei rum. Aber dann hätte er Luigi klauen müssen. Nee, weil er war immer jetzt. Er hatte dich am Anfang ausgewählt, deswegen. Ach, keine Ahnung, ich bleib gerade deswegen nicht ist diese Dreieck gewählt, also diese immer. Einen anderen. Du zum Beispiel okay, hast mich. Komm, Team, wir haben das einmal geschafft, wir kriegen das nochmal hin. Ja, diesmal easy. Ach, warte mal, ich bin Luigi. Nein! Okay, wir haben verloren, Leute. Achte auf Mario, Philipp. Ich bin Luigi, ich hab verloren. What? Ich bleib hinten. Also so mäßig hinten. Echt stark, danke. Kein Problem. Ah, ich kann noch springen. Leute, schlag's ihn! Schlag's ihn! Schlag uns! Schlag nicht die Geister! Du sollst nicht schlagen! Schlag mich! Oh, Alter, Leute! Aber wieso treffen die Geister? Da, Geister! Oh, du bist die scheiß Hitbox von denen! Schlag mich, Leute! Wollt ihr mich verarschen? Ihr müsst immer noch! Schlag ja. Yoshi! Oh, jetzt hab ich schlag Mario! Ich hätte dich! Schlag mich! Yeah. Nein, okay, wir haben gewonnen, Easy. Oh Gott. Wie wir uns eigentlich nur gegenseitig gerufen haben, dass wir uns gegenseitig schlagen sollen. Das hört sich an wie so ein. Also, wenn man das als Best-of macht, dann sollte man den schwarzen Bildschirm einfügen, weil dann hört sich das bestimmt nicht gerade. Konfirm an. Wenn man. Das ist geil. Ja, aber dann muss man es vorher wissen, damit man das richtig sagen kann, so richtig so. Schlag mich! Oh. Ja, ich glaube, so wie ihr manchmal das betont habt, war es schon ein bisschen andersdeutig. Ey, ich kann mir den Stern holen, ne? Ich kann 40 Münzen bei Bowser abholen. Ja, mach und das 20. bitte, damit er da wegkommt. Ja, dann müsste ich erstmal genug würfeln. Ich musste ja aussetzen bis jetzt. Ja. Guck mal, jetzt darf ich wieder. Ich krieg nochmal 10 Münzen reingehauen. Dankeschön, Cooper. Für kein den Problem. Almosen. Und 4 durfte nochmal 3. Ja, wow. Jetzt müsste Krabbelbeute kommen, weißt du? Jetzt habe ich wieder mein Geld wieder nicht. Ich komme sowieso mal wieder nicht weit. So. Guck mal, Mario macht jetzt große Schritte. Münzen. Ah nee, der muss jetzt auch. Oh, wir sind im Team. Komm, Mario, die anderen machen wir platt. So, was kommt denn diesmal? Rasinwahnsinn, komm, Rasinwahnsinn hatten wir ewig nicht mehr. Tiefseetaucher, ah. Wer ist oben, wer ist unten? Oh, wie läuft das? Ja, ich bin. Ich bin unten, okay. Wie? Nein, ich muss drehen! Okay, dann habe ich verloren. Tut mir leid, Compef, aber. Das schaffst du. Wie denn? Ich kann das nicht. Einfach immer im Kreis tippen. Oben, links, unten, rechts. Oben, links, unten, rechts. Also, wenn wir es gewinnen, GG. Einfach versuchen. Peach! Ich bin dabei! Du musst drehen! Du musst einfach nur drehen! Ich bin dabei! Ich ertrinke es geht gleich. Nicht. Es geht nicht, Mario. Compef. Hast du das auch mit den Pfeiltasten? Ja, ich mach das mit den Pfeiltasten. Mach mal WASD. Ich ertrinke. Da war's grad. Da ist es. Da, komm, das schaffst du. Es geht nicht. Es geht halt einfach überhaupt nicht. Ich ertrinke, Mann. Es geht nicht. Ohne Controller geht's nicht. Kannst du vergessen. Ich hab gedreht, aber es ist nichts passiert. Ich kann nicht mal hochdrehen. Ja, wir müssen noch hier einmal in die Wasseroberfläche, damit wir wieder. Ja, das kommt. Es geht nicht, es geht nicht. Es tut mir so leid. Danke. Weißt du, ich drehe die ganze Zeit, ich will aber nichts. Es geht halt einfach überhaupt nicht mit der Controller-Funktion hier. Ich würde ja gerne Mario retten. Es wäre halt echt praktisch bei diesen Spielen. Also, ich finde. Ich will doch gar nicht. Also ich fände es cool, selbst wenn man uns jetzt an der normalen Nintendo 64 hängen würde und damit alle mit Controller spielen würden, fände ich es halt cool, wenn in so Teamspielen die Teampartner auswählen könnten, wer welchen Posten übernimmt. Wieso kannst du das nicht tun? Aber Hans kriegt's auch nicht hin. Ich fände es so schwer für ihn. Aber er hat doch Controller, oder? Ja. Ja, aber ich zieh dich hoch. Ich krieg halt auch nichts hoch. Wir kriegen hier gar nichts. Ich krieg hier den nicht hoch. Oh, geht doch nicht. Ist nicht schlimm, wir haben auch nichts. Bist du schon so alt, Tristan?
Als ob das jetzt wirklich... Habt ihr gleich was drücken müssen? Nein.